Hallo Freunde, es gibt ein neues Death Forever. Seit gestern ist der Titel im Netz und es gibt auch schon große Diskussionen bei uns auf den Facebook- und den Forenseiten, was die Titelstory betrifft. Da will ich diesmal mal ein bisschen mehr zu erzählen als sonst. Ihr erinnert euch ja noch an unser erstes Heft. Da gab es ja damals ein Szene Deutschland Special, Bestandsaufnahme der deutschen Metal-Szene. Und wir haben damals gesagt, wir werden das um den internationalen Teil noch erweitern, aber alles zusammen in einem Heft geht halt nicht, sonst ist es zu oberflächlich. Das waren also die Deutschen damals. Dann gab es dieses Heft. Das waren die internationalen Metal- und Hardrock-Bands, die eigentlich seit der Jahrtausendwende wichtig gewesen sind für uns. Auch hier ging es darum, was macht die heutige Szene aus? Es geht also vor allem darum, was eben in den letzten, ja, ich sag mal 15 Jahren passiert ist. Es geht also nicht um Scorpions Accept und so weiter in diesem Special, sondern es geht auch da um eine Bestandsaufnahme der jetzigen Szene. Und hier war es auch so, wer sind die neuen Gesichter des Metal, was sind die Bands, die in den letzten Jahren stilprägend waren und warum. Und wir haben damals, als wir dieses Special gemacht haben, Black und Death Metal ausgeklammert, weil der Bereich einfach zu groß ist und man zu viele verschiedene Strömungen abdecken muss. Denn gerade im Black und Death Metal gab es in den letzten Jahren die vielleicht größten Innovationen. Also wenn man jetzt mal die Prog-Szene rausnimmt, die sich ja in alle anderen Metal-Szenen reinbegibt. Also es gibt ja Prog-Bands im normalen Metal, es gibt Prog-Bands im Hardrock, es gibt Prog-Bands im Black Metal, es gibt Prog-Bands im Doom. Also wenn man das mal ausklammert, das Thema, dann hat man eigentlich in der Black- und Death-Metal-Szene die meisten Innovationen und auch die größten Anstöße, sowohl in intellektueller Hinsicht als auch was neue Musikarten angeht, zum Beispiel das ganze dissonante Spektrum, was so in den letzten Jahren zugenommen hat, das vielleicht durch Deathspell Omega ausgelöst worden ist oder mit ausgelöst worden ist, hat ja viel mehr mit moderner Klassik zu tun als mit klassischem Hardrock. Es gibt aber auch Black- und Death-Metal-Bands, und damit schließt sich jetzt der Kreis zum neuen Heft, die schon auf den klassischen Hardrock zurückgehen und auf die ersten Generationen, also das, was in den 70ern, 80ern, 90ern und so weiter passiert ist, die aber trotzdem eine andere Haltung in das ganze Ding reingebracht haben. Und dies ist also das Heft, das die Szene, Bestandsaufnahmen abrunden soll und schließen soll. Hier ist jetzt also der letzte und der dritte Teil, Black und Death Metal, wohlgemerkt seit der Jahrtausendwende, nicht davor. Es geht also darum, was haben die Bands aus den sogenannten ersten beiden Generationen des Black Metal oder auch dem klassischen Death Metal, also Schweden Death und so weiter, oder der deutsche Death Metal damals mit Morgoth und Atrocity und so weiter. Was haben die Bands daraus gemacht? Und Wateien sind deswegen auf dem Titel, weil sie vor allem in ihrer Haltung was Neues angestoßen haben. Ende der 90er, als alles brav und lieb und nicht mehr kontrovers war und ich will es jetzt nicht nur negativ ausdrücken, kontrovers, sondern auch nicht mehr spannend war und es gar keine neuen Anstöße mehr gab. Da hat ja was gefehlt. Und haben sich damals Bands herausgebildet, vor allem in Schweden, auch in Frankreich, auch in Deutschland, aber in erster Linie damals in Schweden, die eben eine neue radikale Haltung in das Ganze reingebracht haben und damit auch viele andere Bands angestoßen haben und damit die Szene geformt haben und auch die, ja, sogar die heutige Medienlandschaft geformt haben. Eine Band wie Devil's Blood beispielsweise wäre ohne Wateien auch nicht denkbar. Devil's Blood ist ein Wateien-Song-Titel und so weiter und so weiter. Also da gibt es viele Querverbindungen. Ja, wenn man also Wateien und ihre Erben, wenn man das Wort Erben nicht auf Musik bezieht, denn wie gesagt, es gibt nicht nur die Bands, die vom Hardrock und vom klassischen Metal abstammen, wie Wateien, sondern es gibt auch Bands, die aus ganz anderen Ecken kommen. Wenn man dieses Wort Erben auf die Haltung und auf die Philosophie, die hinter dem Ganzen steht, bezieht, dann ist Wateien unserer Meinung nach die Band gewesen, die in den letzten 15, 16, 17 Jahren am wichtigsten war. So, das war jetzt ein langes Vorgeplänkel, aber das zum besseren Verständnis, denn auf unseren Seiten, wie gesagt, im Netz wird schon heftig diskutiert, warum die Band, warum Wateien, warum nicht Deathspell Omega, warum nicht Wölzer, warum nicht Necros Christos und so weiter. Ja, Wateien sind eben diejenigen, die diese Haltung am deutlichsten damals herausgestellt haben. So, Deathspell Omega sind aber auch mit drin. Die Band gibt zwar keine Interviews, aber wir haben trotzdem eine Story gemacht. Alan Averill hat die geschrieben und ich denke, da hat er das Phänomen Deathspell Omega auch
ganz gut charakterisiert. So, jetzt blättern wir mal durch. Muss ich mich ein bisschen beeilen, dass es nicht zu lang wird. Erstmal das Poster in diesem Heft. Lemmys Todestag jährt sich. Wir wollten kein kitschiges Foto-Special machen oder Hinz und Kunz fragen, was Lemmy für sie bedeutet hat. Das hat es alle schon gegeben und das ist auch ja, nicht so spannend. Wir haben gedacht, wir nehmen einfach ein cooles Poster und das ist eben unser Zeichen, dass wir daran gedacht haben, Lemmy in seiner besten Phase, so wie wir ihn am liebsten in Erinnerung behalten, einfach ein cooles Live-Bild. Und das soll als Kommentar auch reichen. Auf der Rückseite ein Poster, auf das ich seit der ersten Death Forever-Ausgabe warte. Himmelstein macht sich schon lustig über mich. Aber es hat noch nie irgendwo, soweit ich weiß, noch nicht mal in irgendwelchen Platten ein Angel Witch-Poster gegeben. Und das ist längst überfällig. So, Angel Witch Motorhead, Angel Witch und Lemmy sind die Poster. Dann blättern wir mal durch. So, in den News gibt es Neues über Creator Horizont. Chris Black, die Metal Fanclubs sind wieder drin, die Purple, Battle of the Records ist layouttechnisch auf Wunsch von Peter Hesse von Tyson umgestaltet worden. So, das war auch mal dringend nötig. Dann haben wir ein Steve Harris Interview. Da geht es nicht nur um Maiden, aber auch, und es geht um seine, natürlich um British Lion, es geht aber eigentlich um Steve Harris als Person. Das ist ein relativ offenes Interview von Wolf. Deserted 4 von Frank. Dann haben wir 4 Seiten Corona im Heft von einem Zeitzeugen, der selber auf dem ersten Demo ja auch gesungen hat, nämlich von Tom Warrior. Tom Warrior hat die Story geschrieben, das Interview gemacht. Eine hervorragende Story, 4 Seiten lang. Dann geht es weiter mit dem großen Black or Death Metal Special. Das ist der Aufreißer. Ich will euch jetzt hier nicht alles vorbeten. Es gibt natürlich eine Abhandlung der wichtigsten Platten, der wichtigsten Bands. Manuel Trummer hat eine tolle Geschichte darüber geschrieben, wo man eigentlich versteht, welche Ansätze aus Schweden kamen, welche Ansätze aus Deutschland kamen, woher die intellektuellen Ansätze aus Frankreich kamen und so weiter. Sehr interessant, auch für Leute, die mit der Materie nicht so vertraut sind. Dann gibt es natürlich ein Interview mit Erik von Vatein, der das, was ich eben erzählt habe, nochmal näher erklärt. Bölzer, eine wichtige Band dieser Szene. Mgwa. Also die meisten sagen immer noch Magla, bescheuerter Name, aber keiner weiß, wie sich es wirklich ausspricht. Aber die Band ist natürlich wichtig. Dann geht es weiter, Deathspell Omega, hatte ich eben schon was zugesagt. Oranzi Pazuzu von Paul. Und damit sind die 22 Seiten Special zu Ende. Es geht weiter mit Demon, klassischer Metal von Martin Brandt. Leserbriefseiten. Dann das nächste große Special ist der Jahrespoll, und zwar unser Jahrespoll. Alle haben mitgemacht, selbst Fenris. Fenris hat sich diesmal selber übertroffen, er macht sowas ja nicht gerne. Und er hat einen längeren Brief eingereicht und erklärt, warum er das nicht gerne macht. Und der Brief ist natürlich abgedruckt. Also hast du super gemacht, Fenris, Astralen. Und er hat trotzdem noch seine Top 20 gewählt. So, hier sind also alle von uns vertreten mit Ärgernissen, mit Überraschungen, mit Highlights, mit was auch immer uns bewegt hat in den letzten 12 Monaten. Dann haben wir viel Zeug zum Verlosen. Einiges davon ist hinter mir aufgeräumt. Hier sind Kisten, da sind Kisten, hinter der Kamera sind Kisten. Die große Vinylkiste steht unterm Schreibtisch hier. Drüben bei Frank im Büro ist noch was und bei Himmelstein auch. Also wir werden, wenn die Polls jetzt eintrudeln, in den nächsten, sagen wir mal, 3 Wochen oder so, oder 4 Wochen. Also es wäre schön, wenn alles so bis Ende des Jahres bei uns wäre, damit wir das noch in Ruhe auswerten können fürs nächste Heft. Dann werden wir um die Jahreswende rum hier eine Woche uns einschließen und Päckchen packen. Jeder bekommt mehrere Gewinne. Wir werden immer so LPs und ein paar CDs und so weiter zusammen in ein Päckchen tun und uns dann an euren Geschmäckern im Poll orientieren, damit also jeder irgendwas hat, worüber er sich freut. So, da gibt es aber A Funeral Moon, das diesmal natürlich etwas kürzer ausgefallen ist, weil wir haben ja schon so ein großes Black and Death Metal Special. Der Wolf jammert immer, wenn ich sage, wir können doch nicht auch noch 10 Seiten an A Funeral Moon machen, aber es müssen ja auch noch so Sachen wie zum Beispiel Solstice rein. Michael Kosik hat, nachdem er ja Cirith Ungol und Manila Road so in dieser Weise sich vorgenommen hat, jetzt auch mal Solstice mit den wichtigsten Reviews und mit einem sehr großen Interview vorgestellt, also sehr interessante Band. Auch das ist eine Band, die übrigens ganz typisch ist für die neue oder für die aktuelle Haltung der richtigen Metal-Szene. Also richtige Metal-Szene sage ich jetzt deswegen, weil es gibt ja nun mal auch eine Szene, die
ja, eine andere Haltung hat, sage ich mal, ne? So wertfrei wie möglich. So, wenn ihr schon mal irgendwo jemanden gesehen habt, der mit einer giftgrünen Kutte durch die Gegend läuft, dann ist das der Keksgrinder. Das ist der Maniac dieser Ausgabe. Ranger haben ein tolles neues Album vorgelegt. Außer Frank gefällt das eigentlich allen. Dann haben wir die Forgotten Jewels. Dann hier wieder was Größeres von Manuel. Manuel hat mal wieder, gibt mal wieder Geschichtsunterricht, und zwar die Band Bang, die ganz groß hätte werden können, aber nicht geworden ist. Warum nicht, weiß Manuel. Und er hat also die wenigen Veröffentlichungen, die es von Bang gibt, natürlich ja, so weit seziert, wie das überhaupt möglich ist. Also auch wieder eine sehr gute Geschichte von ihm. Downfall of Gaia von Andy Schulz. Dann Plattenkritiken hat der Tyson etwas umlayoutet diesmal. Er hat etwas andere Schriftbilder genommen, was uns hier gut gefällt. Und Top of the Bill, so nennen wir das ja, den Soundcheck-Sieger, ist diesmal Spiritus Mortis geworden. Ein tierisches Doom-Metal-Album. Klassisches Doom-Metal-Album. So, sonst will ich zu den Reviews mal aus Zeitgründen nichts sagen, außer dass es sehr viele sind. Glenn Hughes, da teilen sich auch die, daran scheiden sich die Geister. Gutes neues Album, aber naja. Metallica ist auch so ein Ding. Ist die Band relevant in der Metal-Szene oder nicht? Natürlich sind sie relevant, gar keine Frage, aber sind ihre heutigen Releases noch relevant? Also wir haben versucht, das so neutral und fair wie möglich zu behandeln, das Thema. Und natürlich ist die neue Metallica hier auch besprochen. Ich finde es auch ganz gut übrigens. Nicht super, aber ganz gut. Die DVD der Ausgabe ist Rainbow geworden. Glaub, auf der Lorelei, glaube ich, mitgeschnitten, ja. Gut, aber ich wollte ja nichts zu den Reviews sagen. Steel Preacher, Ulta von Andy Schulz, Pretty Maids vom Lothar. Pretty Maids, sehr starkes neues Album, wenn es um klassischen Metal geht. Meiner Ansicht nach das beste klassische Metal-Album in dieser Ausgabe. Und auch hoch im Soundcheck gelandet. So, dann gibt es was über Hellstar, über Robert Persson und Humbucker von Himmelstein. Vielleicht so die Hardrock-LP der Stunde. Also jedenfalls für einige von uns. Dann geht es weiter mit Spiritus Mortis. Dazu hatte ich eben schon was gesagt. Witchery, Space Chaser. Dann sind die Live-Seiten mit Leafmeal, Hammer of Doom und Stormcrusher mit drei Festivals. Und dann mit den üblichen Reviews vollgepackt. Und die Nine, die die Live-Seiten layoutet, hat da diesmal auch etwas anders layoutet als sonst. Hat ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Gefällt mir auch ganz gut. Und dann sind wir auch schon am Ende des Heftes. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gequatscht. Ich hoffe, ihr versteht, was wir mit dieser Titelgeschichte aussagen wollen und weshalb wir uns für diese Band entschieden haben, aber nach dem Lesen wisst ihr Bescheid, und ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Tschüss.